Ich bin Tino und ich zeige euch, wie wir im frühen Mittelalter einen Eisennagel schmieden. Erster Schritt, richtig warm machen, fast weiß glühen. Und dann fließt es einfach schöner und ihr arbeitet schneller. Dann erstmal zweiseitig absetzen. Hier vorne noch dünner schmieden auch, dass wir da auch eine schöne Spitze hinkriegen. Und dann schrote ich an vier Seiten einmal den Kopf an. So, und wenn wir jetzt das nochmal in die Esse tun wollen, klappt das einmal hoch, damit euch vorne die Spitze nicht wieder verbrennt. Als nächstes ins Nageleisen, den Nagel erstmal vom Halbzeug abtrennen und dann den Kopf langsam stauchen. Da wirklich darauf achten, dass die ersten Schläge sehr, sehr gerade kommen und präzise. Dann könnt ihr immer noch wieder in die Hitze richtig warm machen und dann könnt ihr mit so leichten, schrägen Schlägen euch oben die Facettierung dran machen. Ab ins Wasser und Montage. Kiste fertig.